Einen wunderschönen Samstag. Willkommen zurück. Poly Bridge 2 mit Area 52, der Secret World aus Poly Bridge 1. Wir machen aktuell das letzte, ich versuche mich am letzten Circle Maze. Ich muss den Wagen hier zum Checkpoint bringen. Dann kann ich hier oben den einfach fahren lassen. Bis dahin soll der Motor dieses Oldtimers eben die Waschmaschine am Laufen halten. Er hält sie am Laufen. Es bricht hier unten was Kleines, aber das kann ich ja reparieren. Problem ist nur, ich bekomme ihn nicht in diese Ecke. Das ist die Gewinnerecke, weil nur diese Ecke hier in der Lage ist, den Checkpoint zu berühren und damit auch das Ziel, weil die quasi einen dasselbe sind, wenn man so möchte. Gut. Wie mache ich das? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich ihn... Kann ich ihm hier im Prinzip eine Straße bauen? Die er hochfährt? Ich meine, ich könnte. Wir haben unendlich Budget, also das sollte kein Problem sein. Ich mache hier ganz kurz Verstärkungen rein, weil hier gab es einen Punkt, der gerissen ist. Ich will ganz kurz gucken, ob das immer noch reißt oder ob ich das jetzt umgangen habe, wollte ich sagen. Weil ich will natürlich wie immer meine Level ohne Riss haben. Jetzt reißt du nach einer Zeit. Dann mache ich dir hier einen Muskel rein. Und wenn ich das habe, gehe ich an das... an meine Idee. Das sieht gut aus. Das bricht nicht mehr. Egal, ob es 10-mal so teuer ist wie die günstigste Variante. Hauptsache, es bricht nicht. Und zwar baue ich dem jetzt hier im Prinzip eine Straße. Er hat viel PS. Aber ich... Ich denke, wenn ich ihn steil genug eine Straße baue. Ja, wir machen das hier mal erstmal ganz kurz fest. Das sollte sich jetzt nicht so großartig bewegen. Und dann lassen wir hier eine Übergabe machen zu einer richtig steilen Straße, die ihn quasi runterfallen lässt. Nur halt langsam. Kontrollierten Absturz, könnte man sagen. Macht wahrscheinlich niemand, aber man könnte es tun. So, ich will die hier nochmal ein bisschen fester machen. Die hier auch. Ah, da ist natürlich die Bewegung drin. Ne? Das war natürlich dumm von mir. Das heißt, wir müssen die Straße weghalten... von dem Bewegen. Und das macht Sinn. Hätte ich drauf kommen müssen. Wir können den hier nutzen, ja. Weil der eben selbst nicht bewegt. Das alleine würde nicht halten. Wir haben oben keine Punkte, also werden wir ihn hier unten dran machen. Der soll ihn einfach nur in Position halten. So. Das habe ich übersehen. Entschuldigung. Wir können auch hier noch eine reinmachen. Das sollte jetzt funktionieren, dass er eben hochfährt. Genau. So. Jetzt soll er hier drüben... hier drüben dann anschließend eben die Straße wechseln. Die allerdings sehr viel steiler ist, die ja hundertprozentig nicht in der Lage ist, hochzufahren. Also selbst wenn du noch so sehr einen auf Thomas die Lokomotive machst und ja, ich schaff's, das schaffst du nicht in deinem blauen Auto. Da bin ich mir sicher. So, dann soll er einfach nur runterrutschen. Weil dann bekomme ich ihn hier runter und dann kann ich ihn hier... Im Prinzip geht es dann darum zu schauen, wann ist er denn am richtigen Punkt und wo kann die Übergabe stattfinden. Weil das Ding links, rechts dreht sich ja immer noch. Bisschen höher machen, den hier vielleicht noch ein bisschen steiler werden lassen. Ich weiß nicht, warum ich erst mit günstigen Straßen arbeite. Direkt raushauen. Unendlich Budget. So.
Du hältst das nicht aus. Das heißt, du brauchst hier noch ein bisschen Unterstützung. Kriegst du, mein Freund. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Dementsprechend, na, halte ich eben daran fest. Wunderbar. Die Frage ist, wie mache ich ihn dann am Ende eben in dieser Kuhle fest? Ich meine, das ähnelt sicherlich dem Flipper-Level von Steam World. Wir haben da noch Ankerpunkte, die wir nutzen können. Und da geht's ja auch, das war dann so eine Klappengeschichte, die auch extrem nervig war auf lange Sicht. Ist es das Drehen, was den Druck macht, oder wirklich einfach der Wechsel? Ich glaube, es ist das Drehen, was irgendwann hier den Druck erhöht. Oh. Ja, never mind. Jetzt weiß ich auch, wo das Problem ist. Es bewegt sich ja alles. Das heißt, das Ding kommt da ran. Deswegen bricht das dauernd. Da. Das habe ich nicht bedacht. So, das schöne Geräusch werdet ihr jetzt noch einen Moment lang hören. Das habe ich nicht bedacht. Das Ganze dreht sich hier. Ich dachte, ja komm, ich lasse ihn hier rüberfahren, lasse ihn hier runterrutschen, lasse ihn hochfahren und gut ist. Aber nee, es bewegt sich alles. Das habe ich nicht bedacht. Wie bekomme ich ihn in die Ecke? Macht es Sinn, ihn hier... Er fällt da halt auch leider nie rein. Offensichtlich, weil er nicht hier über das Ding kommt. Ich muss ihn eigentlich hier hinbekommen. Wenn ich an das untere L bekomme, oder an die Unterseite des Ls bekomme, von hier, hierhin, dann rutscht er automatisch ins Ziel und wird hochgetragen. Dann kann er nicht mehr rausfallen. Also mein Ziel ist es, ihn von hier nach da zu bekommen. Das ist mein Ziel. Können wir dir vielleicht einen Tunnel dafür bauen? Problem ist halt immer, dass sich alles bewegt. Und ich weiß nicht, wann was wo ist. Das macht es so ein bisschen schwierig für mich. So, wir brauchen wieder hier Verbindung, der das Ding einfach nur hält. Split Joint ist egal, den brauchen wir erst später oben. So. Wir bekommen ihn schnell runter. Das Problem ist, das Gebilde, was ich hier baue, womit ich ihn runterbekommen möchte, muss so stabil sein, aber es darf nicht im Weg stehen, wenn ich das ganze Teil dreht. Also muss ich genau darauf achten, was natürlich nicht gelingen kann. Er dreht sich so rum.
Also wird das Teil hier gegenknallen. Oder oben. Oben. Ja, oben. Das heißt, das hier darf nicht sein. Das hier darf nicht sein. Also müssen wir ihn erstmal hier festhalten. Dann den natürlichen Lauf irgendwie abwarten, oder? Ja. Es muss eine so, in Anführungszeichen, simple Lösungsidee geben, die mir einfach nicht klar ist. Das bewegt sich hier immer im Kreis. Wie ist es denn, wenn wir dir im Prinzip relativ einfach erstmal einen kleinen Konkord bauen, in dem du ab sofort wohnen wirst. So. Ja, wir bauen hier mal so einen kleinen Kokon. Warum nicht? So, das hält sich zusammen. Und daran hängst du fest. Was passiert dann? Dass da unten das Teil gerissen ist, ist mir erstmal egal. Ich glaube, Kokon ist nicht ganz die Lösung. Da kann man sich wohl relativ einig sein. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich, dass Kokon nicht die Lösung ist. Aber wir müssen ihn eine Zeit lang irgendwie außer Gefecht setzen. Ich muss auf die andere Seite des Els kommen. Ich muss auf die andere, auf diese Seite muss ich kommen. Er dreht sich da lang. Das heißt, das El bewegt sich immer weg von mir. Ich weiß es nicht. Das nervt mich. Macht das Sinn, ihn hier dran zu halten? Würde es Sinn machen, ihn hier in ein Kokon festzumachen? Am Ziel. Ja. Schön da reinzwingen. Zack, zack. Jetzt machen wir nochmal hier, zack. Und hier einmal zu, dann ist es ein kleines Paket. Okay.
Dich machen wir jetzt auch noch hier und da fest. Das Ding ist, er muss nur irgendwie in die Kuhle kommen. Er rutscht raus. Das sollst du nicht. Das heißt, wir müssen dich hier noch ein bisschen extra einbauen. So. Toll. Reißt direkt, ist auch gut. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Schön, wie er rumhüpft. Dumm, dass er rumhüpft, weil das gleich einen Aufprall macht und das Ding reißt. Ich weiß es nicht. Da nicht rum. Wie bekomme ich ihn dahin? Ich stehe so dermaßen auf dem Schlauch. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll, ohne dass ich mich dauernd wiederhole. Immer wenn ich denke, ich habe eine einigermaßen gute Idee, dann wird sie relativ schnell als totaler Müll entlarvt. Ich meine, wenn ich was baue, gibt es hier Punkte, die sich nicht bewegen, also die immer safe sind? Ich meine, offensichtlich hier in der Mitte. Der Punkt ist immer safe. Da, egal wie sich das dreht, der Punkt hier. Ist immer safe. Da wird niemals nicht ganz so groß, weil rechts und links eben das Ding langkommt. Das ist natürlich blöd, wenn hier noch so ein Arm fehlt. Da. Dieses Quadrat ist immer safe. Das wird niemals vom Rand erwischt. Können wahrscheinlich noch ein bisschen ausweiten. Das wird niemals von den Kanten erwischt.
Ich kann aber auch nicht sehr viel weiter gehen. Ja, das geht gerade noch so. Viel weiter darf ich nicht gehen. Also heißt es jetzt, irgendwie dieses Quadrat hier ausnutzen. Würde ich sagen. Irgendwie dieses Quadrat ausnutzen, was ich hier habe. Ist natürlich blöd, wenn ich das drehen lasse aufgrund des zusätzlichen Gewichtes. Das war so jetzt nicht geplant. Zack, zack. Zack, zack. Zack. So. Jetzt halt mir das Auto für immer da drinne. Das allein bringt mir natürlich dummerweise nichts. Ich bekomme ihn aber halt, auch wenn ich ihn da irgendwie zwischenlagere, weiß ich nicht, wie ich ihn an diese Stelle bekommen soll. Irgendwie muss er hochkommen. Das wird mich noch eine Zeit lang beschäftigen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Egal, wie lange es dauert. Bis dahin, wie immer, vielen Dank fürs Einschalten. Noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.